The Evil Within. Kapitel 13 steht an und Ratti kommt gleich ins Bild, nehme ich mal an. Und während sie das tut, da ist sie, ist es wieder Zeit, die Theorie zu aktualisieren, aber da gibt es gar nicht viel zu sagen. Denn im Kapitel 12 ist jetzt kein Hinweis gegeben worden, der in irgendeiner Weise da mit der Theorie abgeglichen werden kann. Die Rolle von Kidman ist nach wie vor ein bisschen fragwürdig. Mir ist aber aufgefallen, dass es für die allermeisten Personen, die dort als Nicht-Zombies rumlaufen, in dieser Horrorvision, dass es da einen Steckbrief gegeben hat. Es hat einen Steckbrief gegeben für Leslie, obwohl hinterher in einer Zeitung erzählt wurde, dass Leslie wiedergefunden worden sei. Es hat einen Steckbrief gegeben für Marcelo Jimenez. Es hat einen Steckbrief gegeben für ein paar andere Menschen, die gar nicht aufgetaucht sind. Vielleicht sind die schon zu Zombies geworden. Es hat einen Steckbrief gegeben für Officer Connelly. Es hat aber bisher keinen Steckbrief gegeben für den Detective, für Joseph und für Kidman. Also entweder kommen jetzt in den verbleibenden 3 Kapiteln, und ich glaube, das Spiel hat 15 Kapitel und nicht 14, wie ich es an und wann erwähnt habe. Also entweder kommt da jeweils noch ein Steckbrief für die 3 oder nicht oder nur für Teile von den 3. Ich würde irgendwie vermuten, dass es für Kidman keinen Steckbrief geben wird. Ich weiß nicht warum, aber das ist so mein Verdacht. Irgendwie hat die eine besondere Rolle. Die ist nicht verschwunden, die ist irgendwie anders. Ja, mehr weiß ich aber nicht und deswegen geht's mal gerade los mit Kapitel 13. Kidman? Die war doch noch da drin, oder? Kidman! Kapitel 13, das Opfer. War sie das jetzt, das Opfer? Nee, die taucht noch mal auf. Das glaube ich nicht, dass die jetzt weg ist. Ach, ein Bratenautomat. Ja, bevor jetzt da irgendwas passiert da vorne und ich hier nicht wieder zurückkomme, schaue ich mir den Automaten an. Auge. Ich habe wie immer meine Liste mit Sachen, die ich finden kann. Es gibt im Kapitel 13, 2, 4, 6, 8 Sachen zu finden. Das heißt, das Kapitel dürfte nicht so lang sein. Okay. Sah so aus, ist es aber nicht. Das ist hier der Fluchtwegeplan. Blödsinn. Und dann hier gibt es bestimmt was. Oh, gleich 3. 300. 300. 500. War das alles? Ist der Witz mit der Bombe jetzt irgendwie abgegriffen oder was? Scheint so. Ich habe extra jetzt mal hier geschlichen, weil ich glaube, dass dann die Bombe mich nicht sieht. Geht's hier weiter? Nein, das ist eine Sackgasse. Da drüben könnte es vielleicht noch weitergehen. Da hinten ist nochmal so ein Bratenautomat, aber kaputt. Hier pfeift der Wind durch alle Ritzen. Was ist denn das da? Ist das ein Safe oder was? Ach, das war ein Hotel? Ach, natürlich. Hier steht noch irgendwie... Was steht da? Moment. Kann ich nicht lesen. Da steht... Kein Reminder und so weiter. Ja, das ist ein Hotel. Das erklärt den Fluchtwegeplan. Den Fruchtwegeplan, genau. Hier liegt eine Socke. Ach nee, das ist ein Stiefel. Ein Koffer. Ach, hier geht's doch weiter. Da hinten liegt was. Oh, 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 oh. Hier liegt doch eine Handtasche auf dem Bett. Oder was ist das? Ja, genau. Okay, also ich glaube, ich gehe doch erstmal zu Joseph.
dass der sie nicht hinterher stürzt. Oder Moment, komme ich hier rum wieder zu Josie? Nee, Moment, das muss ich nochmal checken. Außerdem verstehe ich nicht, wo hier vorne eigentlich die Augen herkommen. Irgendwer sieht mich hier. Ich weiß es nicht. Aber Planänderung, ich gehe doch erstmal hier hinten rechts rum, weil ich glaube, dass ich dann am Ende doch wieder nur zu Joseph komme. Was heißt nur, ich bin froh, dass ich ihn habe, den Kleinen. Der ist angeschossen, das wollen wir mal nicht vergessen. Bewegt sich dafür aber wie eine Gazelle. Mann, muss das ein toller Verband sein. Ach, die geht. Bringt mich aber nicht weiter. Also es gibt so ein paar Kisten, die kann man zerdreschen und andere, die sehen fast genauso aus. Da kann man nicht draufhauen. Da ist Munition für die Schrotwumme. Stopp, zurück. Ach, das war schon das hier. Zwei Schuss, Schrotflinten, Munition. Die Tür ist verriegelt. Sehe ich dein Spiegelbild? Nö. Die, was, das ist kein Safe, das ist eine Art, ach, was weiß ich, Radio oder HiFi-Anlage. Ich habe von sowas keine Ahnung. Ja, ich komme wieder zu Josie. Und keine Kiste enthält was. Sauerei. Und ein Gummibaum. Nee, ist das ein Gummibaum? Ja, doch, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte immer, ein Gummibaum hat kleinere Blätter. Aber das Ding habe ich auch schon gesehen. Das steht auch überall rum. Wir müssen nach unten. Was? Müssen wir das? Halt durch, wenn du da unten bist. Wir kommen. Wir müssen nach unten. Ja. Soweit der Plan. Das hier war mal ein Badezimmer. Das erste, was ich finden muss, ist übrigens ein Tagebucheintrag von Sebastian Castellanos. Ich glaube, ich habe ihn. Hier. Tagebuch von Sebastian Castellanos, 1. September 2012. Myra ist weg. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr von ihr gehört. Ich habe es den anderen erzählt, aber die halten mich für verrückt. Ihr Auto, ihr Computer und einige ihrer Sachen sind fort. Keine Anzeichen von falschem Spiel. Alle glauben, dass sie mich verlassen hat. Sie reden über meine Trinkerei, als ob die etwas mit Myras Verschwinden zu tun hätte. Sie verhalten sich auch nicht so, als wäre sie verschwunden. Sie behandeln mich, als wäre ich schuld, dass sie mich verlassen hat. Aber ich weiß, das hat sie nicht. Jemand hat sie mitgenommen. Sie war irgendetwas auf der Spur. Aber was? Das ist irgendwie komisch, weil wenn sie ihn verlässt, privat, dann heißt das ja noch lange nicht, dass sie auch ihren Job an den Nagel hängt. Das heißt, wenn Myra Sebastian privat verlässt, muss sie ja trotzdem noch jeden Tag zur Arbeit kommen, wo er sie sehen würde. Er war ja sogar ihr Vorgesetzter, angeblich. Also entweder hat sie ihren Job gekündigt, wovon hier nicht die Rede ist, oder sie hat sich auch berufsmäßig beurlauben lassen, wovon hier nicht die Rede ist, oder sie ist auch jobmäßig einfach verschwunden und dann müssten die Kollegen allerdings auch ein bisschen hellhörig werden und sich Sorgen machen, was sie aber auch nicht tun. Das verstehe ich irgendwie nicht, diesen Text. Oh. Ah, Tati. Ja, ich muss zu Tati, weil das nächste, was ich finden muss, wäre eine Zeitung. Und die gibt es ja nur da. Ach, hier ist sogar noch diese Tür. Hier gäbe es Streichhölzer, aber nicht für mich. Der Safe ist offen. Rucksack, kariertes Hemd, alles, was man braucht. Und hier wäre so ein schönes Versteck für irgendwas. Oh. Die Schweinebacke hat gerade irgendwas gemacht. Hier geht es wahrscheinlich weiter. Okay, das sind Sorgen von morgen. Beziehungsweise von nachher. Geh mal hier rein.
Na? Jemand zu Hause? Nein. Mein Kopf. Oh je, oh je, oh je. Ist hier irgendwas? Ich schaue jedes Mal rein, weil hier schon immer mal was gelegen hat. Aber, nö. Ach, ich hoffe, hier ist jetzt nichts versteckt. Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Das stimmt sogar. Zeitung? Zeitung. Anwesen brennt ab. Jahrhundertealtes Anwesen abgebrannt. Verdacht auf Brandstiftung. Das Victoriano-Anwesen ist vollständig abgebrannt. Es wird von Brandstiftung ausgegangen. Der Aufenthaltsort des zurückgezogenen lebenden Besitzers ist unbekannt. Aha. Rechts oben steht Police Investigation Partly Ruined. Und rechts This Spring Fashion Will Be Deep Red. Ah, okay. Und links unten Peeping Tom Court Filming oder so. Komische Nachrichten. Okay, das nächste, was ich finden müsste, wäre ein Spindschlüssel. Ich hoffe, den finde ich nicht hier. Das wäre jetzt doof. Ich laufe mal ganz kurz hier alles ab. Ne, da ist nix. Ich habe einen Spindschlüssel, oder? Ja, der wird benutzt. Vielleicht finde ich ja Gel, dann kann ich nochmal auf den Stuhl, weil ich glaube, mit diesen knappen 10.000 kann ich nichts reißen. Das dicke Spinnending aus dem letzten Kapitel. Das hat ja leider kein Gel dagelassen. Oder wir sind davon gefahren. Das war schade. Der trieft ja nur so vor Gel. So, was mache ich denn auf? Ich mache jetzt dich da oben auf. Und finde Magnum-Munition. Das ist das, was ich gerade am wenigsten brauche. Okay, dann nimm mal die 6 Flintenschüsse hier. Zumindest 5 davon, das ist okay. Lad mal durch. So, das passt. Dann habe ich noch was, um nachzuladen, beziehungsweise was aufzusammeln. Hier. Was habe ich denn überhaupt? Ja, die Bolzen habe ich mehr als genug. Harpunenbolzen, habe ich da noch welche? Hallo? Früher konnte ich mal mit der Taste R irgendwelche Bolzen wechseln. Moment, ich muss mal gerade die Steuerung. So, jetzt habe ich nochmal Bolzenauswahl, Nachladen auf R gelegt. Ich kann die Bolzen nicht wechseln. Was ist denn hier los? Och, Spiel. Kann ich hiermit nachladen? Hier geht die Taste R. Hier habe ich es auch gerade benutzt. Hier macht es keinen Sinn. Doch, es geht ja auch richtig. Und hier? Habe ich etwa keinen anderen Bolzen mehr? Kann das sein? Das wäre die einzige logische Begründung. Ich habe 4 Schockbolzen. Ich habe wirklich keinen einzigen anderen Bolzen, deswegen funktioniert die Taste R nicht. Das ist völlig richtig. Auf Feier! Okay, dann nehme ich mal... Dann nehme ich mal 3 Harpunenbolzen. Oder 2. Ach komm, 3. Sebastian, bück dich. Das wollen unsere Zuschauer sehen. Genau, das war ja ein tolles Bücken. Das hab ich. Was ist das da oben? Das hab ich. Das ist alles das Gleiche. Was ist das da? 3 Blendbolzen. Ach, nehmen die auch mal, damit die mal weg sind. Oder 2 oder so, den dritten. So, jetzt kann ich auch mit R. Ja, alles klar. Gut, also ich habe hier auf der Seite nur noch Schockbolzen und Munition für Snipergewehr. Und da Munition für Snipergewehr und für die Magnum, die ich gar nicht benutze. Weg. Kurzer Blick hier an die Wand. Mir fehlen noch 4 Kartenteile. Ja, juhu.
Ich setze mich mal kurz auf den Stuhl, weil ich schauen will, was das eigentlich alles kostet, was ich da so gerne hätte. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wie schnell ich hier in dem Kapitel wieder hierher komme. Also, ich war dabei, an Waffen rumzuhantieren, und zwar an der Schrotwumme. Die Feuerrate, wäre noch zu verbessern. Die Nachladegeschwindigkeit. Magazinkapazität. Ach komm, dann haut das hier auf die Stufe 4. Jawohl. Gut, danke. Prima, dann hier raus zu Tatjana. Dieses olle Gitter, das kann auch bitte mal offen stehen bleiben. Das wäre mir sehr lieb. Und dann werde ich hier einmal speichern, falls ich wieder irgendwas nicht finde, damit ich einen Punkt habe, ab dem ich weitermachen kann. So, weiter geht's. Die Tür ist noch offen, dann ist es hier kürzer. So, Streichhölzer kann ich nicht aufnehmen. Es regnet stärker, oder? Joseph, da liegt ein Schuh. Kommst du es eigentlich mit oder muss ich alles alleine machen, Josie? Also, hier unten war irgend so ein Dicker. Der hat was rumgefummelt und dann ist irgendwie was rot geworden. Und rot ist nicht gut. Außerdem ist da so ein Grütze-Blubber. Was ist denn das? Kiwi-Limonade? Nee. Da ist noch so ein Teil. Boah, wahrscheinlich muss ich hier runter und dann bin ich aber in Gefahr. Und Josie kommt nicht mit, der steht oben rum. Oh je, oh je, oh je. Na gut, ich habe gerade gespeichert, was soll's. Ja, sehr gut. Kontrollpunkt, ich hab's geahnt. Ein Fallenteil, Josie, kommst du mit? Josie, du kannst doch jetzt nicht da oben stehen bleiben. Das ist doch Blödsinn. Das nützt Tatjana. Ach, nicht Tatjana. Das nützt Kidman am allerwenigsten, wenn du einfach nur rumstehen bleibst. Ist das Säure? Oh, Säure aus so einem Sprinkler. Kann ich das entschärfen? Oh, das dauert aber lange. Ein Fallenteil. Ach, jetzt sind beide entschärft. Die Säure ist jetzt auch abgelassen, also man kann das Ding nicht wieder in den Alarmzustand versetzen, weil die Säure nicht mehr da ist. 500. 300. Zwei Fallenteile. Ich werde mit Fallenteilen zugebombt. Das will was heißen. Und an den zweiten Bratenautomaten komme ich nicht dran. Schade, 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 schade. Das nächste, was ich finden müsste, wäre ein Spinnschlüssel im Übrigen. Die sind so gut versteckt. Der letzte Spinnschlüssel war ja der Horror. Was ist das für ein großer Teller hier? Oder ist das ein Lampenschirm? Nee. So, dieser olle Zombie-Hausmeister ist noch da. Ein Fallenteil. Hier kann ich nichts mehr machen. Oh je, Josie. Josie, Josie. Diese Stacheldrahttüren sind bestimmt zu, richtig? Ja, die sind zu. Na gut, noch ist nicht viel passiert in diesem Kapitel und trotzdem werde ich das Video hier mal beenden, weil das eine schöne, ruhige Stelle ist und im nächsten Teil gibt es dann bestimmt Mörder-Action. Bis dahin!